Wirtschaft TV, der Podcast mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Bei aller Unruhe an der Börse, vor allen Dingen aktuell natürlich forciert durch den Krieg auf ukrainischem Boden, hatten wir allerdings schon vorher sehr, sehr viel Unruhe im Markt. Nicht nur Volatilitäten, sondern halt eben auch Ängste und Befürchtungen rund ums Thema Inflation. Wir hören ja in den Vereinigten Staaten über 7,5% und in der Eurozone locker über 5% das Thema Inflation. Ja, wie kann man sich da am besten gegen schützen? Der Deutsche steuert ja dann immer ganz gerne den sicheren Hafen Gold an. Nachgefragt bei Dr. Franz Hölzel von der Auvesta Edelmetall AG. Der Mann muss es nämlich wissen, wie es aktuell um den Goldpreis steht. Lohnt es sich noch einzusteigen beim Gold oder ist es schon zu teuer geworden, Herr Dr. Hölzel? Also ich antworte auf diese Frage immer so, wie ich 1994 geantwortet habe, als man mich fragte, ob es sich noch lohnt, in Aktien einzusteigen. Damals war der DAX nämlich gerade über 4.000. Und ich habe gesagt, aber sicher lohnt es sich, Sie werden Kurse sehen, da waren das heute reine Schnäppchenpreise. Und das gilt, nicht auf kurze Sicht gesehen, aber in the long run, auch für die Edelmetallpreise. Wobei es nicht nur um Gold geht, sondern auch um die Weißmetalle. Das aber heißt ja, Silber mit dazu. Silber, Platin, Palladium natürlich auch dazu, ja. Und für den, der wirklich langfristig kaufen und anlegen will, wird es sich auf jeden Fall lohnen. Muss man nachfragen, viele sind ja beim Thema Gold so ein bisschen, naja, hin und her gerissen. Sie sind schon fasziniert, aber der Börsianer, der Anleger sagt sich, ja, aber beim Thema Rendite, da kommt ja bei Gold nichts rum. Was antworten Sie da, Herr Dr. Hölzel? Das mag schon sein. Eine Versicherung kostet immer Geld. Gold, insbesondere Gold bei den Edelmetallen, ist eine Versicherung für das Anlageportfolio. Also dann, wenn andere Anlageklassen nicht laufen, wenn die crashen, dann, negative Korrelation nennt man das, ist Gold der Performer. Und ja, eine Versicherung hat immer Geld gekostet, sei es die Lebensversicherung, sei es die Versicherung fürs Auto, da ist es selbstverständlich. Aber Metall kaufe ich, lege es als Sicherheit hin und der es auch im Portfolio hat, balanciert aus und vermeidet einfach Vermögensverluste dadurch. Wenn ich mich nun für Gold interessiere, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich Goldminenaktien kaufen, ich kann Zertifikate kaufen, aber ich kann natürlich auch physisch Barren oder Münzen kaufen. Wozu würden Sie denn raten? Das kommt auf die Mentalität des Käufers an. Wenn ich ganz schnell wieder flexibel sein will und nur am Marktpreis partizipieren will und mich nicht daran störe, dass ich nur eine Forderung gegen den Emittenten habe, dann sind Zertifikate richtig. Wenn ich insgesamt auf die Grundproduktion im Markt setzen will, dann sind Goldminenaktien richtig. Wenn ich aber die Ausbalancierung meines Portfolios haben will, dann sollte ich physisches Metall ins Depot legen. Nur wenn ich jetzt beim Thema Depot bin, dann muss ich es ja entweder mit nach Hause nehmen, im Garten eingraben oder manch einer hat ja dann über die Jahre ein bisschen mehr angesammelt, braucht man ja noch einen Safe. Man möchte es ja auch nicht unbedingt von anderen verwahren lassen. Oder wie sehen Sie das, Herr Dr. Hölzel? Das ist komplett korrekt. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir jemanden, der professionell verwahren lässt, dann am besten in Hochsicherheitslagern, bitte genau die AGB dann lesen, nicht irgendeine Firma, die in eigenen Tresoren lagert, sondern in Hochsicherheitslagern externer Anbieter, denn die geben dem Lagerer wiederum eine Bestätigung darüber, was tatsächlich gelagert ist. Und dann sieht der Kunde auch, dass tatsächlich gelagert wird. Das ist ganz wichtig, wenn ich extern lagern lasse. Und dann natürlich bei diesen großen Firmen ist das selbstverständlich versichert. Wenn ich es persönlich einlagern will, dann sage ich immer, besorgen Sie sich einen Tresor, aber einen Feuerschutzschrank. Denn es nutzt Ihnen nichts, wenn die Bude abbrennt, das Metall dann schmilzt. Es ist zwar noch da, aber kratzen Sie es dann mal aus dem Brandschutz raus, wenn Sie überhaupt noch hin dürfen. Wird schwierig. Und jetzt hört man ja immer mehr, dass viele hingehen und Lagerstätten wie die Schweiz oder Singapur bevorzugen.
Bringt es was oder muss man nicht de facto eigentlich sagen, ich meine, von hier in die Schweiz geht es ja noch von Deutschland, aber nach Singapur, um immer eventuell Gold abzuholen, mühsam. Das geht nur, wenn man es selbst macht für größte Vermögen. Mhm. Wenn ich es als normaler Käufer, also ich sag mal so bis zu 10, 20 Kilo, und das ist für den normalen Käufer eigentlich schon viel zu viel, machen will, dann geht es nur über professionelle Anbieter, die Lagerstätten sowohl in Singapur, Schweiz, zum Beispiel auch Großbritannien, London und in mehreren Orten in Deutschland haben, so wie die Avesta zum Beispiel. Da kann ich dann sagen, ich möchte es hier, da oder dort gelagert haben. Mhm. Die Frage ist wieder eine der persönlichen Mentalität. Singapur, manche schwören drauf, andere sagen viel zu nah an China. Mhm. Der nächste Krisenherd, der vielleicht drohen könnte. Schweiz, neutral, aber was ist, wenn die Grenzen zu sind? Das hatten wir 2020 im ersten Lockdown bei Corona. Also es hat alles Vor- und Nachteile, hängt alles immer mit der persönlichen Präferenz des Lagernden zusammen. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort und deshalb bieten wir ja auch in verschiedenen Ländern an verschiedenen Lagerorten an, damit jeder das, was zu ihm passt, aussuchen kann. Sie richten sich also dementsprechend nach den Wünschen des Kunden dann auch. Ich sage immer, wir sind Kaufleute und wenn der Kunde das will und das bezahlen kann und auch bezahlt, dann soll er haben, was er braucht. Es muss zum Käufer passen, nicht zu uns. Da wird natürlich jetzt so manch einer sagen, oh, der Dr. Hölz, der spricht da schon von 10 Kilo Gold, wer kann sich das denn erlauben? Wir haben ja auch Zuschauer, die einen kleineren Geldbeutel haben. Wie können die denn von Gold partizipieren und wie sollten die denn jetzt investieren? Das gibt die sogenannten Edelmetall-Sparpläne, wobei korrekt juristisch gesprochen ist es ja kein Sparplan, weil nicht gespart wird, sondern weil gekauft wird. Auch da bitte genau auf die AGB achten, dass tatsächlich, wenn ich einem Händler mit Geld überweise, um Metall zu kaufen, tatsächlich juristisch auch Eigentum übertragen wird. Da steckt nämlich der Teufel im Detail. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, können Sie meinetwegen monatlich ab 50 Euro, wie in herkömmlichen Bausparern oder sonstigen Sparverträgen, Metall kaufen. Peu à peu, nutzen dann den Cost-Average-Effekt, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, und haben damit dann über lange Zeiträume, wir sprechen hier idealerweise von Zeiträumen bis zur Rente, bis man das braucht. Und ich sage immer, ich hoffe, ich brauche es nie. Dann freut sich mein Sohn, weil er es nämlich erbt. Ja. Ist ja ein Vermögenswert dann dementsprechend, genau, auch den man ja durchaus weitervererben kann. Ein Sachwert, der Sicherheit darstellt, auch über Generationen, weil er ja nicht verfällt im Gegensatz zu bedrucktem Papier. Hölzel, Sie sind schon lange, lange, lange im Geschäft. Meine, wenn ich die letzten 3-4 Jahre anschaue, meine, gerade die Goldjünger warten ja drauf, dass endlich mal der Deckel bei 2000 Dollar wegfliegt. Jetzt haben wir ja die Situation zumindest schon mal zweimal gehabt. Wie hoch könnte denn der Goldpreis tatsächlich laufen? Ich habe schon von Analysen gelesen im Markt, die sagen schon fast 3000 US-Dollar für die Feinunze. Das werden wir sehen, ohne Zweifel. Die Frage ist, wann? Ich sage immer so, wenn ich die Kristallkugel hätte, stünde ich heute nicht mehr hier, dann würde ich mich nur noch meinen Hobbys widmen. Ich kann Ihnen sagen, alleine dadurch, das Metall ist vorhanden. Das Papier, das Bedruckte, wir nennen es Geld, ist ja nicht die Benchmark, sondern das Metall ist die Benchmark. Wenn das Papier weniger wert wird, dann muss, wer das Metall kaufen will, mehr von diesem Papier hinlegen. Und alleine das wird uns irgendwann einen Preis von 3.000 und ich sage sogar 5.000 US-Dollar pro Feinunze bescheren. Ich kann nur keine Prognose abgeben, wann. Aber Dr. Hölzel bleibt nach wie vor bullisch auf Gold. Auf lange Sicht auf jeden Fall. Wir haben die ersten Goldminen ungefähr 3000 vor Christus nachgewiesen archäologisch. Seitdem nutzt der Mensch dieses Metall, was ja im Grunde genommen zu nichts Nutze ist, weil es viel zu weich ist, um was draus herzustellen. Aber die Erfolgsgeschichte ist mittlerweile über 5000 Jahre alt. Warum sollte das nun auf einmal anders werden?
Ein schönes Abschlusswort. Dankeschön an Dr. Franz Hölzl von der Auvesta Edelmetall AG. Ja, das Thema Gold scheidet bei Zeiten die Geister. Aber wenn man tatsächlich den sicheren Hafen ansteuern will, haben wir gerade von Dr. Hölzl gehört, welche Möglichkeiten da tatsächlich bestehen. Also immer ein bisschen vorsichtig sein und an den feuerfesten Schrank denken. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Börse.